Wir sind hier in Augsburg-Grexhaber in der Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit im Jahr 2000. Das war damals Jubiläumsjahr der Erlösung. Ich war hier Pfarrer, haben wir mit vielen Spendern es geschafft, eine Lourdesgrotte hier zu bauen. Wo der Himmel die Erde berührt, das ist so das Motto von Lourdes, als sich der Himmel über der Bernadette geöffnet hat. Und überall auf der ganzen Welt gibt es so schöne Marienorte. Es soll nirgends weiter als 50 Kilometer zur nächsten Muttergottesstelle sein. Und so gibt es eben hier jetzt seit dem Jahr 2000 die Lourdesgrotte. Sie ist jeden Tag schön gepflegt. Gerade ist eine Frau da, die wieder sauber macht. Kerzen brennen. Viele beten hier. Hochzeitspaare lassen sich hier fotografieren. Und immer wieder kehrt man hier ein zum stillen Gebet. Ich war zum ersten Mal in Lourdes, das war 1980. Da musste ich als Vertretung vom damaligen Sekretär, vom Weihbischof Schmid, einspringen und bin dann zum ersten Mal also mit diesem Krankenzug mitgefahren und habe zum ersten Mal dieses Phänomen Lourdes also erleben können. Das erste Mal bin ich nach Lourdes 1984 und da hat ein älterer Mann gesagt und meine Mutter, sie möchten gern nach Lourdes. Da habe ich gesagt, das könnt ihr ja machen. Dann sagt der Bekannte zu mir, der Herr Schweigert, der hat die Lourdesfahrt immer versorgt auch, der Erwin Schweigert, das kannst du nicht machen. Du kannst sie zwar nicht allein schicken, da fährst du mit. Gut, dann bin ich mitgefahren und von da weg bin ich jedes Jahr, wenn es gegangen ist, 32 Mal hingefahren. So hat mich das fasziniert. Ich bin dazugekommen durch meine Frau. Da waren Kinder noch klein und sie ist mit ihren Eltern und ein paar Bekannten nach Lourdes geflogen Anfang der 90er Jahre. Und die war dann so begeistert nach 5 Tagen, wo sie wieder gekommen ist, dass sie gesagt hat, das musst du auch machen. Und dann, ich glaube, 2 Jahre drauf oder was, bin ich dann mit einem guten Bekannten selber gemacht und dann waren wir natürlich begeistert. Was mich vor allen Dingen im Laufe der Jahre immer mehr beeindruckt hat, das war diese Zufriedenheit dieser Kranken, die mit ihrem eigenen Schicksal immer zufriedener geworden sind, wenn sie gesehen haben, was es an Leid und Krankheiten auf der ganzen Welt eigentlich international da zu sehen war und wie viel Schwerstkranke also dann mit dabei waren, da merkt man dann eigentlich, was das eigene Leid dann oft zu wenig ist oder weniger und kleiner wird. Du gehst mit Schmerzen, mit Sorgen manchmal hin ich habe es wirklich selber erlebt, du gehst heim und hast nichts mehr. Bin mit Rückenschmerzen hingegangen, in Lourdes habe ich alles vergessen, ich bin heim, ich habe nichts mehr gehabt. Man vergisst alles. Was so eine sehr gute Aufgabe war, die blauen Wegen herrichten für die Kranken. Die stehen unten im Hospiz, muss man dann rausfahren, aufstellen, muss pünktlich fertig sein, bis dann, keine Ahnung, wie viele Kranke rauskommen oder rausgeführt werden und die nicht so kurz zu Fuß sind, die dürfen sich dann einsitzen und werden dann gezogen. Und das ist auch immer, wenn die dann immer gefragt haben, welchen Wagen darf ich denn nehmen, war schon immer eine Bereicherung. Also für mich war das immer dieses große Erlebnis, dieser internationale Gottesdienst in der unterirdischen Basilika, wenn Leute, Kranke und Pilger aus allen Nationen da sind, wenn Geistliche aus allen Nationen mit am Altar stehen, wenn die Kranken aus allen Nationen da sind und die Pilger und allem, jeder in seiner Sprache da mitbetet, das ist gewaltig dann. Und dann auch, wenn dann jemand anspricht, man versteht ihn zwar nicht, aber man kann dann deuten oder zeigen oder nicken. Und das ist eben die ganze Atmosphäre. Die sind eigentlich alle wegen dem gleichen Ziel dort. Und das ist das Schöne. Wenn man ein Jahr später wieder Bekannte trifft, die gehen mit offenen Armen auf einen zu und sagen, ist es schön, dass wir uns wiedersehen. Ja. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder, sagen sie. Wir sind jetzt in Dachsberg, in der
Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Sontheim bei Mindelheim in der Lourdesgrotte. Diese Lourdesgrotte wurde 1953 von Pfarrer Barfüßler mit Hilfe von vielen Spendern aufgebaut, 96 Jahre nach den Erscheinungen in Lourdes 1858. Wie man sehen kann, liebevoll gepflegt, immer frische, schöne Blumen da, von den Leuten hier ein Ausdruck ihrer Liebe zur Gottesmutter. Ja, meine erste Lourdes-Reise war kurz nach meinem Uni-Abschluss, Anfang der 2000er Jahre. Da war ich für mich persönlich als Pilger in Lourdes mit einer Gruppe vom Bayerischen Pilgerbüro. Und ich weiß noch, damals kurz nach der Uni, da ist mir ja sehr auf wissenschaftliches Denken und so gedrillt. Da war ich auch ein bisschen skeptisch. Marienverehrung war mir persönlich schon immer wichtig. Aber gerade wenn man dann zum ersten Mal zum Heiligen Bezirk geht und zunächst mal durch diese große Menge an Andenkenläden durch muss, da denkt man sich schon, naja, mal schauen. Aber wenn man dann in diesen Heiligen Bezirk reinkommt, so habe ich es gleich beim ersten Mal erlebt, das ist wie ein Eintritt in eine andere Welt. Da ist dann plötzlich alles ruhiger, da ist plötzlich alles langsamer, es wird nichts verkauft, es wird nichts gegessen, auch das laute Handy-Telefonieren ist da nicht. Man kommt wirklich in eine ein Stück weit andere Welt und merkt, das tut einem selber enorm gut. Ich bin geschwebt. Also, und ich bin zurückgekommen und für mich waren alle Bilder von Lourdes einfach immer noch im Kopf da. Und deshalb habe ich dann gleich nächstes Jahr nochmals die Wallfahrt mitgemacht und dann eben als Reiseleiter auch. Und eigentlich der Höhepunkt ist, wenn man das erste Mal an der Grotte steht. Das war, ja, ich kann es nicht in Worte fassen. Und das ist eigentlich jedes Mal wieder das gleiche Gefühl. Diese wunderbaren Gottesdienste, speziell die Lichterprozession, das war für mich das Absolute. Also das erste Mal, ich war total von den Socken. War wunderbar. Da steht man dann so oben, ich darf da eine Fackel tragen und dann steht man da oben an der Basilika und schaut so über den ganzen Platz weg. Also, und nur Lichter, wunderbar, einfach schön. Vor allen Dingen, wenn man da auch durch den Heiligen Bezirk geht, aus jeder Kirche hört man die Gesänge, diese Vielsprachigkeit der Pilgergruppen, die da unten sind, die Internationalität, ja, aus aller Herren Länder, aus afrikanischen Ländern in bunten Trachten. Und das ist das, was an und für sich die Leute unten wirklich auffällt. Alle Leute sind freundlich zueinander, sie sind hilfsbereit, es ist einfach schön. Und es sind alle, eigentlich alle fühlen sich gleich. Jeder kommt mit Erwartungen hin und was immer wieder beeindruckend ist, dass die Leute dort erleben, wie viele Kranke auch dort sind und wie viele Pilger ihr Kreuz zu tragen haben. Ja? Man fragt sich immer wieder, wenn man krank ist, warum ich? Wenn man aber dann dort diese vielen Leidenden sieht in Rollstühlen, diese vielen Behinderten, und dann macht man sich erst Gedanken und sagt, ich habe mein Kreuz zu tragen, aber auch andere haben ihr Kreuz zu tragen. Ja? Und man geht also mit einem Backerl hin, ja? Und geht auch mit einem kleineren Packerl zurück, weil man einfach die Erwartungen dort erfüllt kriegt. Ich habe etliche Kranke mitgenommen, die gesagt haben, ich muss unbedingt nach Lourdes, ich muss mit der Mutter Gottes einmal reden, weil so will ich nicht weiterleben. Und die sind alle sehr zufrieden heimgekommen. Gott ist überall. Das Entscheidende ist, wo bin ich da? Wo bin ich nicht schon viele, viele Schritte voraus im Denken oder hänge noch irgendwo hinterher, sondern wo bin ich da? Und wenn ich in diesen Heiligen Bezirk gehe in Lourdes, da kann ich so richtig da sein. Da ist jetzt nichts anderes wichtig, sondern nur das. Also bei der Rückreise ist es unwahrscheinlich schön, wenn man in die zufriedenen Gesichter der Pilger schaut. Die haben alle die Kraft und die Hoffnung erhalten oder bekommen. Also das ist einfach auch eine wahnsinnig große Freude für einen Reiseleiter, das zu sehen. Die Menschen, die mal in Lourdes dabei waren, die sind dann ganz oft auch, gerade wenn es um Marienverehrung geht, die ansprechbar sind, sei es jetzt im Mai bei den Maiandachten, sei es, wir haben hier auch viele Pilgerheiligtumskreise, wo das Pilgerheiligtum von
Haus zu Haus, von Familie zu Familie geht. Auch da sind dann viele mit dabei, weil sie einfach merken, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Wenn ich Gott, wenn ich die Gottesmutter Maria in mein Leben reinlasse, dass mir das nichts nimmt, sondern im Gegenteil, dass mich das erstmal reich macht. Wir sind jetzt in Echlishausen im Günzburger Land, Pfarreiengemeinschaft Biebertal bei Leipheim an der A8. 1898 wurde diese Grotte hier in Echlishausen gebaut, 40 Jahre nach dem Ereignis von Lourdes. Also 123 Jahre lang kommen die Menschen hierher und pflegen die Grotte mit Blumen, ist hier immer schön gerichtet, finden hier Ruhe, Kraft im Gebet und neue Motivation. Ich bin aus Schlesien gekommen, nach Deutschland. Meine Sprache war nicht so besonders. Und habe ich die Pflegeschule angefangen in Ulm. Und meine Danke, dass ich hab das geschafft habe, habe ich mir vorgenommen, einmal nach Lourdes zu kommen. Und Tatsache war ich, hat sich ergeben, dass ich bin nach Lourdes gekommen durch Malteser. Und da bin ich geblieben bis heutige Zeit. Ich war 14, wo ich das erste Mal in Lourdes war, bin durch einen Zufall dazugekommen, beziehungsweise durch, man kann es auch Fügung sagen, meine Mutter hat für eine Bekannte die Reise bezahlt und die Bekannte hat die Reise nicht antreten können, da hat meine Mutter gesagt, dann darf ich mit. Und das war so das erste Mal, wo ich damals mit dem Zug noch dabei war und ja, da hat mich einfach auch das Lourdes-Fieber gepackt. Und dann muss man immer wieder hingehen, das ist einfach so. Mein zweiter Name ist Bernadette, aus dem Grund, weil mein Vater auch schon öfter in Lourdes war und ihn das so beeindruckt hat mit der Geschichte der Bernadette, dass er gesagt hat, ja, ich nenne meine Tochter jetzt Bernadette. Und dann wollte ich natürlich auch ein bisschen wissen, woher kommt der Name eigentlich, was hat es damit auf sich, und deswegen bin ich mitgefahren. Zuerst mal habe ich nur geschaut und gestaunt und bin einfach hinter allen hinterhergelaufen und habe immer nur geguckt und gestaunt. Wir waren jetzt schon zweimal in Lourdes mit Familie, also noch nicht alle Kinder, aber ein Teil der Kinder waren dabei. Und dazugekommen sind wir eigentlich über unseren Pfarrer Rauch, Johannes Rauch, der uns dazu motiviert hat. Und ja, da haben uns begeistern lassen und sind beim ersten Mal dabei gewesen. Und es war so schön, dass wir gleich der Nummer mit sind. Dieses besondere Gefühl, glücklich zu sein dort, das kann man auch nie beschreiben. Das ist so wie viel mit Glück verbunden und Geborgenheit. Du fühlst dich wie in andere Welt. Es ist einfach ein unwahrscheinlich warmes Gefühl. Und wenn man dort ist, man lässt alles, was hier einen so belastet und bedrückt, man lässt es für diese Zeit hinter sich. Es ist so eine Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt. Jeder hat irgendeinen Stress im alltäglichen Leben. Manchmal merkt man es auch gar nicht und dann kommt man an diesen Ort und man ist ruhig, man ist glücklich, es fühlt sich an wie Heimkommen. Und deshalb will man eigentlich auch gar nicht so richtig gehen, weil ich würde mal sagen, jeder Urlaub der Welt ist ja dazu da, um zu entspannen, um wieder Kraft zu tanken, aber kein Urlaub der Welt kann diese Ruhe ausstrahlen, die dieser Ort einem gibt. Es waren immer schöne 3-4 Tage, die wir dort verbracht haben, im Gebet, und man hat sich gestärkt gefühlt. Und ist dann wieder nach Hause gekommen und hat schon wieder davon geträumt, nächstes Jahr, da fliegen wir wieder hin. Diese Atmosphäre, also gerade als Kranker oder als Pflegender, Pflegebedürftiger, so wollte ich sagen, ist natürlich, das ist faszinierend, wie dieser Ort wirkt, wie die Gemeinschaft da wirkt. Also wir waren ja untergebracht im Hospiz, wie wir da also
wahrgenommen wurden oder wie die Kranken haben da wirklich Vorfahrt in Lourdes. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, das muss man erleben eigentlich. Das ist, wie man da behandelt wird, vorzüglich. Und man muss sich da wirklich keine Sorgen machen als Gehandicapter, dass man da irgendwie nicht klarkommt. Also das Pflegeteam, das ist faszinierend. Die machen da alles möglich und ist wirklich beeindruckend. Wenn man allein auf dem Platz rumfährt und die ganzen Orte eben besucht, es tut echt gut. Man merkt, dass es den Menschen viel besser geht und dass sie, ja, ich will mir jetzt auch nicht rausnehmen, gesünder wirken, aber es ist schon ein bisschen so, zumindest seelisch. Man kriegt so viel mit für daheim innen, innerlich, also äußerlich bleibt man krank, aber man ist nicht derselbe Mensch als der, der angekommen ist. Man geht anders heim. Und es sind auch mega schöne Freundschaften entstanden, die dann über Jahre hinweg Bestand haben. Und es ist auch oft so, dass man sich nur einmal im Jahr sieht und man denkt dann, oh, hoffentlich ist der oder der wieder dabei. Natürlich ist es dann auch manchmal, dass jemand, was er in einem Jahr nur konnte, im nächsten Jahr nicht mehr machen kann. Ganz einfach, weil die Krankheit fortgeschritten ist oder weil irgendwie Umstände eingetreten sind. Aber das kann man dann gemeinsam irgendwo tragen. Wenn ich da denke an der Lichterprozession, wie da die Kranken umsorgt werden, was die Atmosphäre, wie da aufeinander Rücksicht genommen wird auch. Also das sind alle Nationalitäten. Das ist wirklich ein Gnadenort. Für mich ist Lourdes schon also von Jahr zu Jahr immer wichtiger auch geworden in meinem Leben. Und ich habe so das Gefühl, wenn sich der Himmel öffnet und der Gnaden durch die Hände der Mutter Gottes fließen auf uns herab. Die Gemeinschaft dort und es sind alle auf dem gleichen Weg unterwegs. Das ist wie Kirche sonntags, aber man kriegt in Lourdes den ganzen Kuchen. Wir haben jetzt viele Zeugnisse gehört von Pilgern und immer wieder sagen sie, sie gehen anders heim. Für mich ist das Wunder von Lourdes. Es ist keine große körperliche Heilung. Manchmal schon. Wird ganz streng beobachtet und dann beurteilt. Aber für mich ist es ein Wunder, dass die Leute niedergeschlagen, traurig, mutlos nach Lourdes kommen und ganz verändert heimfahren. Das macht natürlich die viele Hilfe, die sie bekommen. Das macht aber bestimmt auch die Mutter Gottes und Gott selber, der da hilft und heilt. Für mich ist das Wunder von Lourdes, das ich schon viele, viele Male erlebt habe. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, durch all diese Statements, durch diese Zeugnisse, da muss ich unbedingt mal hin. Als alter Mensch, als junger Mensch, als Familie mit Kindern, als Mensch mit Behinderung, trauen Sie sich, da kann jeder mit und jedem wird so geholfen, wie er es braucht. Wenn Sie Krankenschwester, Krankenpfleger, Arzt oder sonst in einem Heilberuf sind, melden Sie sich, wir können jede Hilfe brauchen. Wenden Sie sich an die Pilgerstelle der Diözese Augsburg in der Peutinger Straße 7 in 86152 Augsburg beim Herrn Diakon Andreas Martin und melden Sie sich zur nächsten Wallfahrt in der nächsten Pfingstwoche an. Selber hinfahren und erleben. Man kann das nicht weitergeben. Das glaubt einem niemand. Wenn es nächstes Jahr geht, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Dem Fluidum, das dort herrscht, können Sie sich nicht entziehen. Wissen Sie, das wirkt auf Sie ein und lässt sich nicht mehr los. Das ist nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Ich glaube, wenn man das Fieber mal einmal infiziert ist, dann möchte man da eigentlich immer wieder hin. Das ist wie nach Hause zu kommen.